Was kriege ich denn hier Feines? Nibelungen Valesti 1. Eine Schriftrolle für die köstliche Kunst. Nibelungen Valesti 1. Was ist denn Nibelungen Valesti? Kostet ein bisschen viel. Wald, die gerade zugehörig perfektioniert wurde. Sie wird ausschließlich Walküren gewährt. Weise Gegner in der Luft, fesselt ihn und durchbohrt ihn damit einen göttlichen Speer. 6 Dinger. Ja, dann nehme ich das doch gerne mal mit. 6 Künste-Dinger. Wahrung der Wahrheit. Oh, ein B. Das erste Mal, dass ich was Schlechteres als ein A habe. Ja, Cypher habe ich nicht oft gerufen. Dann rufe ich irgendwie selten, ne? Kommt das mir so vor oder ist das so? Aber das liegt auch daran, dass ich nicht so viele Eisgegner, also Eisschwäche-Gegner habe. Momentan irgendwie. Then what reason would he have to deceive his own Valkyrie? Ich hätte gern gespeichert. Darf ich noch speichern? Fenrir's words at face value. No doubt she has her own motives. But if what she says is true, what have I done to this world in the name of salvation? Will everything that I've done have been for nothing? Ich will speichern. Valkyrie, are you feeling well? Perhaps you should recover your spirits before reporting to... Silent! Allow me to think without your petty concerns. Alter! Hey, take it easy. Fenrir's given us a lot to mull over. But you're just playing into her hands by letting yourself get worked up like this. It is never an easy task to determine truth from lies. But you are not alone in this. Right. No matter the outcome, we shall be by your side until the end. I apologize if I spoke out of turn. But I think I speak for all of us when I say we only wish to help you. No. It is I who must apologize. It was wrong of me to speak so harshly. I'm actually kind of relieved I got to see that side of you. It's nice to know you can get angry too. Quite. It's only natural to express our emotions on occasion. Feel free to yell at us again in the future. Thank you. I feel more composed already. Wait here. I shall return shortly. Oh Mann. Da ist sogar noch eine Nebenquest. Aber ich glaube, die mache ich nicht. Ich hole sie, je nachdem, was es ist. Aber ich glaube nicht, dass ich sie machen werde. Weil ich möchte, wie gesagt, das Spiel zu Ende bringen und ich bin hier schon über fast fünf Stunden am Aufnehmen. Und ich habe zwar ein bisschen Speicher freigegeben für meine Festplatte, aber von meiner Festplatte. Aber mehr kann ich nicht und wenn ich so weitermache, dann ist das auch voll. Dieses Notizbuch trägt den Titel Seelenbäume. Gebieten, in denen sich Untote versammeln, findet man häufig seltsame baumartige Formen. Obwohl dies noch nicht gesichert ist, glaub mir, dass diese Bäume neue Seelen um sich versammeln. Ich habe diesen Wesen, die Seelen sammeln, den Namen Seelenbäume gegeben. Sieht wie ein alter Notizbuch für Forschungsaufzeichnungen aus. Schreibt einen Ort, der voller Seelenbäume ist. Seelenbäume stellen eine effiziente Möglichkeit zur Erläuterung von Seelen dar. Wir sollten das näher untersuchen. Ach, midgardische Studien 3 wurde freigeschaltet. Ich rede mal mit Odin.
Mal gucken, was passiert. Er meckert wahrscheinlich wieder. I have come to make my report, Allfather. Out with it, then. We faced Fenrir in her domain on Midgard. However, I was unable to use Gleifnir and she escaped. You let her escape. When you were presented with the ideal opportunity to slay her. Please, forgive my incompetence, Allfather. Need I remind you of the significance of your task? The fate of the world is in your hands, Valkyrie. And as long as that treacherous wolf still draws breath, we risk failure. There are no words to express my regret. But I swear, Fenrir will not go free again. Bitte Fenrir, meine Fresse. Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist. Das ist aus dem Schuss eine Walküre geworden. Denk gut über die Aufgabe nach, die ich hier übertragen habe und enttäusche mich nicht schon wieder. How did it go? I still cannot clear my mind of doubt. I think I will go back and ask about the truth behind our mission. Wait, what? You're going to go back now? Yes. Pardon me for saying this, but I don't think that is wise. Going back to ask him now would only anger him further. And it might be more than just an earful this time around. This doesn't seem like the time to be asking questions. Let it go for now. Is that what you all think? It is. Perhaps patience is what is needed for now. Understood. Slaying Fenrir is our priority right now. Let us head to Midgard. Ich finde das gar nicht mal eine gute Idee. Nichts sagen, also nichts sagen finde ich schon gut, weil sonst rastet ihr noch nachher aus und keine Ahnung, was alles passieren kann. Aber Fenrir töten, ich weiß es ja nicht. Ich werde die letzte Nebenquest erstmal nicht machen. Vielleicht machen wir sie, wenn ich kann, nach dem Spiel, wenn ich dann nochmal hier hin kann. Das Schicksal der Welt. Die unbequemen Wahrheiten, die Fenrirs Worte ans Licht gebracht hatten, werden alles, was die Valkyrie wichtig war. Verzweifelt und verwirrt machen sie sich erneut auf dem Weg zu Fenrirs Höhle, um die Welt zu retten. Die Frühblüten und also noch eine und vier Hohlblüten. Okay, da wollen wir mal. Starten wir denn diesmal nicht an demselben Ort, bitte. Ein bisschen weiter hin vorne, ja toll. Da muss ich aber jetzt zurückgehen, um zu gucken, ob hier irgendwie Truhen sind oder so. Da ist nichts. Okay, hier sind keine Truhen. Wo geht das Ding denn hin? Ah, zur Truhe hier. Ja, Juwelen, ich weiß nicht, ob ich die noch brauche. Sie hat gar nichts. Mach das hier mal. Engrave it upon you. Divine assault.
Nibelung verlässt die Truppe erhalten. We must heal our wounds and move on. An easy fight. We must turn the tide of this battle. Okay, let me take it. May we find strength in battle. Egon, my warrior. I shall claim victory. Ich will dasselbe Level nochmal machen müssen, ey, das ist doch voll dumm. Ah, ich muss noch mal zurück. Ich sehe gerade, da ist noch eine grüne Hohlblüte oder wie die heißen. Ja, da muss ich hin. The holy laws decree your obliteration. Die will ich gerne alle haben. Aber wir wissen immer noch nicht, was wir damit machen müssen. Was anderes als X auf die linke Steuerkreuztaste machen. Okay, dann würde ich sagen, Künstlerelixier groß mache ich dahin. Aber am besten benutzen wir es nicht bis zum Finale. Cypher, answer my summons. Scheme the day. What? Loyal Cypher, heed my call. Let's put them on ice. Bring me victory. My duty is to protect. I have done as I was bid. Fall. Now, Egon. Unibody step up. I'm your man. Okay, weiter. Nicht weiter. Egon, I am counting on you. Für die großen Viecher mache ich das hier. Wenn ich genug Dinges habe. Gibt's das alle? Weil der andere ist auch gestorben. Ja, das kann ich nicht lesen. Ich wollte schon lesen, habe mich schon bereit gemacht, aber das kann man ja nicht lesen. Was ist jetzt? What?
What happened? I don't know why, but the Hollow Blossom has become legible now. That's great! I wonder what could have changed. Never mind that. What does it say? I can hardly believe it. So this was the truth all along. Was denn? Let's check the flowers we couldn't read earlier, too. Also ich kann jetzt die ganzen Blumen lesen. Das mache ich vielleicht irgendwann anders, aber nicht jetzt, dass ich jetzt alle Blumen lese. Das muss ich bei Sammlung wahrscheinlich machen. Oder? Das sieht nicht nach viel aus, deswegen lese ich das mal schnell. Yggdrasil ist der Bewahrer allen Lebens. Er nährt sich von Seelen derer, die zur Ruhe gebetet wurden, um das Leben zu erschaffen. Mit anderen Worten, der große Baum ist ein einzelnes Wesen, das von vielen Seelen erfüllt ist. Das Konzept des Todes hat keine Gewalt über ihn. Ab und an widersetzte sich eine Seele ihrer Rückkehr zu Yggdrasil. Wenn es passierte, rief der große Baum jene mit Macht, die verlorene Seelen zu finden und nach Hause zu bringen. Jene, die in den Dienst des Baumes gerufen wurden, wollten einen Namen für sich Yggdrasil, nannte sie Götter. Seelen und sind die Quelle allen Lebens, ihre Kraft ist unermesslich. Im Laufe der Zeit wuchs die Faszination der Götter und sie waren von ihnen wie hypnotisiert. Allmählich begannen sie selbst die Seelen zu verzehren. Die Götter vernachlässigten ihre Pflichten und fraßen sich einfach selbst an den Seelen voll. Da keiner mehr da war, um sie zu führen, irrten die Seelen ziellos umher und die Überreste der verzehrten Seelen fielen zurück auf Midgard-Truhe herunter. Diese verlorenen Seelen stagnieren und wurden zu Untoten. Der Strom an Seelen wurde unterbrochen, da die Götter rebellierten und die Untoten auftauchten. In den Nahrung der Seelen verging der große Baum und starb. Das war der Beginn von Ragnarok, dem Ende der Welt. Seit jenem Tag steckt der große Baum und damit auch die Welt in einen endlosen Kreislauf Tod und Wiedergeburt fest. Steht in der Prophezeiung, der große Wolf wird den Allvater fressen und die Welt von neuem beginnen. Sein Untergang fürchtend nahm Odin Gleipnir, um den unschuldigen Wolf Fenrir zu fesseln. Da er um sein Leben fürchtete, begann er den unaufhörlichen Verzehr von Seelen. Fenrir war von Hass und Abscheu gegenüber dem Allvater erfüllt, dann wurde eines Tages viele Jahre später der Frieden in Asgard zerstört. Eine Valkyrie zerbrach Fenrirs Fesseln und brach sofort zu Odin auf. Es war der Anfang des Asgardischen Krieges, ein Konflikt, der die ganze Welt erfassen sollte. In den endlosen Jahren des Krieges schubte die Meere, die Erde wurde zerrissen und zahllose Leben gingen verloren. Die Seelen nährten die kämpfenden Götter, die Untoten kehrten zu den Menschen zurück und in die Seelen fiel der große Baum in tiefen Schlaf, so wurde Ragnarok ein weiteres Mal ausgelöst. Alter. Warte, ist hier irgendwie was? Nein. Sieht nicht danach aus. Ich kann hier nicht. Durch das Loch konnte ich, also durch die Öffnung, da konnte ich nicht durch. Ausrüsten. Valkyrie, ich verbessere dich mal. Habe ich denn alles? Stark noch aus. Dann nehme ich das hier noch. Obwohl, vielleicht. Dafür brauche ich keine Regenbogendinger. Aber hierfür brauche ich Regenbogendinger. Aber ich glaube, ich kann noch ein paar Waffen oder mindestens eine verbessern. Ne, ich habe nur 50 Regenbogenjuwelen. Okay. Würde sagen, statt Gear nehme ich erstmal Alphorda wieder. Auch wenn es nicht max-leveled ist. Aber das muss ja auch irgendwie auf A gebracht werden. Zumindest will ich das. Ich speichere nochmal. Ich weiß nicht, ob ich hier gespeichert habe, seitdem ich die grüne Hohlblüte da gefunden habe. Ich glaube schon. Aber ich habe ja auch noch ein paar Sachen hier gemacht. Weißt du, wie lange ich nicht mehr mit der Waffe hier gekämpft habe? Ah, das ist die falsche.
Deswegen waren die Kombos so komisch. Mit der Waffe habe ich schon ewig nicht mehr gekämpft, mit Alforda. Das ist die Anfangswaffe. Ich glaube, bis zur... Wir müssen bis zum Dingens gehen, ne? Aua, hörst du mal auf? Hört mal alle auf, ihr Idioten. Schau mal, Orts. Irgendwie kommt mir so vor, als würde Alforda nicht so stark. Ich meine, die anderen Waffen waren ja auf Level 10, auf Max-Level. Deswegen kommt es mir vielleicht auch so vor, dass Alforda nicht so geil ist. Wo bin ich jetzt? Speedrun-Trick, ich wurde ein bisschen nach vorne geportet. Meine Fresse, immer so viel auf dem Bildschirm los. Weiter. Ich will... Oh, meine Fresse, wieso kommen hier so viele? Ich will unbedingt das Spiel zu Ende spielen, weil ich will wissen, was jetzt mit Odin und Fenrir los ist. Weil wir wissen jetzt durch die grünen Hohlblüten, dass was Odin labert, totaler Schuss ist und das, was Fenrir gesabbert hat, eigentlich sogar die Wahrheit ist. Aber... Trotzdem will ich da weitersehen, wie das da weiterläuft. Wieso kommen alle 5 Minuten Gegner? Irgendwie rutsche ich ganze Zeit nach hinten mit dem Stuhl. Das ist doof. This is the power of
Hörst du mal auf. Nicht vergessen, die ganzen Dinger mitzunehmen. Die Hohlblüten, die anderen. Be the first to strike. Let this be an elegy. Egon, I require your blade. I'll cut down all who stand in our way. I'll leave the stragglers to you. Your sword way heavy. You are not done. My blade is yours. Bring me victory. I exist to purge evil from the land. Ich sehe halt gar nichts. Komm. Oh, Cypher. Cypher, habe ich gesagt. Meine Fresse. Alle 5 Minuten Gegner, also das ist ein bisschen und nicht gerade wenig und nicht schwache Gegner. Ich möchte doch einfach mal weitergehen für 10 Sekunden, ohne dass ein Gegner kommt, also ehrlich. Okay, dann nehme ich diese Hohlblüte. Bedeutet der Tod wirklich das Ende? Wenn wir alle bei der Geburt eine Seele bekommen, wohin geht sie, wenn wir sterben? Nach Yggdrasil? Wird sie in oder von Göttern gefressen? Wird sie in einem anderen Körper wieder auf die Welt gebracht? Ein endloser Kreislauf von Tod und Erneuerung? Vielleicht funktioniert die Welt ja wirklich so. Laut Yggdrasil, die ganze Sache mit Yggdrasil, da stimmt das so. Ums Eck? Ah, hier hinter. Mich überrascht es nicht allzu sehr, dass sie durchgedreht sind. Ich hege meine eigenen Gedanken zu diesem Chaos. Trotzdem, wenn wir nichts tun, wird sich Asgard in eine karge Ödnis verwandeln. Darum, ja, was wir tun müssen. Eisenbeschwuter Lord. Tod, weiter im Text. Oder auch nicht, hier lebt noch irgendwas. Okay, nicht gerade wenig lebt hier. Hörst du mal auf. Ja.
fliegt immer noch weiter. Was zur Hölle? Ich bin so mega leise momentan, aber ich will auch nur. Das ist scheiße, als ich das durchpowern will, aber. Mir geht's auch voll auf den Sack, dass wir. Okay, der war geköpft. Mir geht's auch voll auf den Sack, dass wir alle ein paar Minuten aufgehalten werden und kämpfen müssen. Hier irgendwo ist noch eine Hohlblüte. Hier. Ich drücke. Boah, ich habe gerade Angst, dass das irgendwie hängen geblieben ist. Begehe nicht den gleichen Fehler wie ich. Diese Bestie ist durch und durch böse. Nimm diesen Arm oder eher diesen Fehler, dessen Fehlen als Beweis dafür. Ich verfluche den Tag, an dem ich närrisch genug war, ihrem Wahnsinn Glauben geschenkt zu haben. Ein harmiger Heeresgott. Okay, hier kann ich speichern. Da drin ist auch noch eine Hohlblüte. Verbessern. Dann verbessere ich mal Alphoda. Weil das benutze ich ja jetzt. Habe ich nicht so viele, ey. Das ist echt Kotze. Ich weiß nicht, wo die alle hin sind. Bleib mal bei Gartenrad da. Oder soll ich nach Belegier wechseln? Ich weiß es nicht. Ich gehe mal nach, also ich wechsle mal nach Belegier. Weil es da ein bisschen nichts. Also ein bisschen starke, also viele starke Gegner kommen.